Willkommen auf die Bühne. Bienvenue à vous tous, bienvenuti naturalmente. Dreisprachig ließ TV-Moderatorin und Ex-Miss Schweiz Christa Rigozzi am Perron 4-5 des Züricher Hauptbahnhofs ihren Charme spielen. Die Schweizer Bundesbahnen SBB hielten eine große Show ab, in deren Mittelpunkt drei neue Fernverkehrszüge standen. Der SBB Girono, ein französischer TGV Lyria und ein deutscher ICE 4. SBB-Chef Andreas Mayer versicherte dem Bahnmanager, er freue sich besonders über den Girono. Ja, da geht schon einer meiner Träume in Erfüllung. Ich wollte eigentlich immer, dass wir auch mit einem in der Schweiz hergestellten Zug von Stadler auch durch unsere Schweizer Alpentunnels fahren können. Ja, und der ist rechtzeitig da und er fährt. Auf einer vorgelagerten Pressekonferenz berichtete Armin Weber, Leiter internationaler Personenverkehr der SBB. Der Girono wird das neue Flaggschiff der SBB im internationalen Personenverkehr sein. Und wir werden die 29 Girono-Züge sowohl im nationalen Verkehr, aber eben auch im internationalen Verkehr, insbesondere auf der Gotthardachse einsetzen, da mit diesem Zug bis Mailand verkehren und perspektivisch dann auch über Mailand hinaus nach Genua und nach Bologna. Der Girono ist aktuell erfolgreich im Testbetrieb. Ich kann Ihnen sagen, wir sind sehr zufrieden mit diesem Zug. Er bewährt sich auch gegenüber den Kunden. Und aufgrund dieser guten Entwicklung möchten wir den Zug dann nicht nur jetzt im gelenkten Betrieb national, sondern dann auch im Frühjahr schrittweise auf der Linie bis Mailand einführen. Unsere Kunden sind diejenigen, die sich am meisten über diesen Zug freuen dürfen, weil er begeistert natürlich auch mit vielen Innovationen. Er wird der erste internationale Zug sein, der einen Niederflureinstieg in der Schweiz, in Deutschland, aber auch in Italien anbietet. Das gibt es so bislang noch nicht auf dem Markt. Wir haben auch geschaut, was sind Bedürfnisse unserer Kunden und haben so zum Beispiel auch geschlechtergetrennte Toiletten eingeführt. Das sind Dinge, die auch zeigen, aus der üblichen Optik eines Eisenbahners denkt man nicht an diese Punkte. Wir haben sehr, sehr genau die Bedürfnisse unserer Kunden bei der Entwicklung dieses Zuges mit einbezogen. Und letztlich wird es auch der erste Zug der SBB sein, der mit kostenlosen WLAN ausgerüstet ist. Dr. Michael Petersen, Leiter des internationalen Personenverkehrs der DB, stellte den ICE 4 vor. Das bedeutet, wir können die auslastungsstarken Zeiten, die auslastungsstarken Abschnitte zukünftig noch besser bedienen. Der ICE 4 setzt Maßstäbe beim Thema Komfort, beim Thema Design und beim Thema Fortschritt in der Technologie. Wir haben in dem Zug, bieten wir an, ein vollständiges Bordrestaurant, Bordbistro. Wir haben dort Fahrradstellplätze, was für den ICE-Verkehr auch relativ neu ist. Es war nicht immer so, dass ICE von Werk ab mit Fahrradstellplätzen ausgestattet sind. Auch das wichtig im internationalen Tourismus. Die Einweihung ihres Doppelstock-TGV Lyria freute besonders die Generaldirektorin Voyage der SNCF Rachel Picard und den CEO der schweiz-französischen Joint Venture TGV Lyria Fabien Soulet. Sie erklärten dem Bahnmanager die mit diesem Zug geplanten Angebotsverbesserungen. Notre stratégie au niveau de SNCF, c'est vraiment de relier les Européens entre eux, c'est d'accompagner la mobilité verte, le ferroviaire, d'accompagner la mobilité verte en Europe. Unsere Strategie auf Niveau des Gesamtunternehmens SNCF ist, die Europäer untereinander zu verbinden, als eine grüne Bahngesellschaft. Da haben wir eine Menge Projekte in Partnerschaft mit der Deutschen Bahn, die mit dem neuen Winterfahrplan beginnen, ein innovatives Angebot für unsere Reisenden, auch für den Transport in Frankreich und nach Italien. Le transport de référence quand on veut traverser la frontière entre la France et l'Italie. Oui, tout à fait. On fait vraiment un effort sur les capacités. Wir werden unsere Kapazitäten stark erweitern. Als komplett modernisierter Doppelstockzug können wir jedes Mal über 500 Reisende befördern, gegenüber heute 360. Außerdem erhöhen wir die Zugfrequenz zwischen der Schweiz und Frankreich.
l'offre entre la Suisse et la France. Den Reisenden steht kostenloses WLAN zur Verfügung, aber in der ersten Klasse Business auch warme Verpflegung. Die Planung solcher Züge ist gar nicht so einfach, berichtet der SBB-Chef Meyer. Die Bahnen sind bereit und es ist auch wichtig. Manchmal lebt man auch von Zufällen. Wir haben im letzten Jahr 10% mehr Fahrgäste gesehen, die die internationalen Züge benutzen. Einerseits, weil es bequem ist, von Stadtzentrum zu Stadtzentrum mit dem Zug zu fahren, anstatt umfangreiche Sicherheitschecks und Gänge zu den Gates und so weiter hinter sich zu legen. Andererseits aber auch, weil die Qualität der Züge steigt und vergrößert sie sich nachher selber auch. Wir haben bei der SBB im Bereich, im Personenverkehr, im Bereich von Toni Hane, vor etwas mehr als einem Jahr gesagt, wir legen einen viel größeren Fokus auf den internationalen Personenverkehr. Armin hat mit ganz viel Handlungsspielraum und Marketinggeschick, aber auch in einer guten Art der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen hier doch einiges aufgebaut, das wir Ihnen heute hier vorstellen können. Sie können sich das vielleicht gar nicht vorstellen, was es braucht, solche internationalen Angebote auf die Schiene zu bringen. Man muss sich einigen darüber, welches Rollmaterial fährt, was ist der Fahrplan, was sind die Anschlüsse. Es gibt tausende von technischen Details, die zu regeln sind. Die internationalen Verkehre müssen auch an nationalen und an regionalen Verkehren vorbei. Eine riesige Herausforderung. Man kann nicht einfach nur so drei Züge hinstellen. Ja, und dann ist das so gemacht. Kanton Zürich. Zukünftig wird dieser Zug das Kantonswappen und den Schriftzug Zürich an jeder Zugspitze tragen. Sie sind alle bereit, die Fotografen, die Medienschaffenden. Sie können alle drei zusammen diese Schriftzüge enthüllen, die Wappen. Der neue Giruno wird getauft. Alter Name Zürich mit der Kantonswappe. Und natürlich gibt es auch große, offizielle Taufe. Unter dieses Tümpfen werden gebaut und alle unter dürfen natürlich in die Schweiz fahren. Bisher waren es nur 19, darum ganz viel mehr Kapazität. Ich denke, Sie sind bereit, Carmen Walker, Fünf Spee, Michael Peterson und natürlich Toni Edi. Der Zug wird auf den Namen 3, 2, 1 Zürichsee getauft. Zürichsee deshalb, weil auf die von vielen als unbequem empfundenen Sitzplätze im ECE 4 wurde DB-Vertreter Dr. Petersen von Schweizer Medienschaffenden angesprochen. Gut, dass er Nachbesserungen verkünden konnte, die im Frühjahr 2020 schrittweise in allen Zügen zum Einsatz kommen. In Zürich konnte man schon den alten und den neuen Sitztyp vergleichen. Tatsächlich, auf die gleichgebliebene Plastikhartschale wurde beim neuen Typ ein mehr körperbezogenes, geschwungenes Unterteil aufgesetzt, sodass die Reisenden nicht mehr wie vorher in steifer Hab-8-Haltung sitzen müssen. Auch lassen sich die Sitzflächen jetzt ein Stück nach vorne ziehen. Der Bahnmanager fragte SBB-Chef Andreas Meyer auch, ob er denn das Bahnleben ganz vergessen werde, wenn er im kommenden Jahr den Vorsitz im Unternehmen abgebe. Die Antwort war beruhigend. Nein, ich werde auch nicht alleine im Garten sitzen und Rosen züchten.